Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir ein neues U-Bahn-System etabliert, das hier drüben ein, zwei Stationen mittlerweile hat, die auch schon bedient werden. Wir haben auch eine extrem gute U-Bahn-Auslastung. Das muss man uns echt lassen. Also die U-Bahn bedient echt viele Leute und eins der Umschlagplätze ist zum Beispiel hier, die bedient 350. Aber unser Hauptumschlagplatz liegt bei den Universitäten mit 1383. Aber auch wahrscheinlich nur, weil sie halt wirklich einer der Umschlagplätze ist. Neben dem hier wahrscheinlich. Der wird auch extrem gut. Gebt euch das! Gebt euch! Okay, es sind nur 981. Ich hätte jetzt echt mehr erwartet, weil natürlich der Kreis hier übergeht. Und dann muss man hier hinfahren, um dann hier. Aber hier schlägst du halt wirklich zwischen allen um. Bin gespannt, wie gut das hier benutzt wird. Jetzt haben wir aber gerade bemerkt, dass das Wasser teilweise überschlägt aus irgendwelchen Gründen. Und ich würde auch sagen, dass wir mal die Energie von hier wegziehen. Und halt wirklich in solche Türme zum Beispiel machen, weil die bringen 240 Megabyte. Und wir verbrauchen aber aktuell an Strom, haben wir 349, also zwei von den Türmen reichen uns ja vollkommen aus. Und dann haben wir das Ganze hier weniger und können uns hier vielleicht mal auf Wasserschutz und so ein bisschen auch beachten. Denn das hier ist nicht gut, was hier passiert. Das Wasser fließt hier rein. Beziehungsweise wenn wir hier hinten mit ein bisschen Baumaterial vielleicht den Durchlauf stoppen, könnten wir immer mehr. Das ist mal eine ganz blöde Frage. Wenn ich hier einen Staudamm baue, würde der 400 bringen? Machen wir mal. Schauen wir mal. Der stoppt jetzt erstmal den Wasserfluss. Jetzt tritt erstmal kurz das Wasser über. Jetzt schauen wir erstmal, was passiert. Wir müssen eigentlich relativ schnell aktiv werden. Ausgangsleistung, zap, hat er schon. So. Weil, dann können wir rein theoretisch, nehmen, dass wir hier jetzt irgendwie so eine seitliche Straße irgendwo mal hin brauchen dann. Die tun wir jetzt einfach hier so abführen lassen, warte mal. Das wird jetzt so eine ganz mini Straße. Two Lanes, nee, wo sind diese Dirtstraßen? Gibt es nicht diesen Feldweg? Hä, wo war denn der? Was ist der? Zeit für die Kiesstraße, genau. Das ist einfach die, die jetzt dann hier am Wasser entlang führt. Um halt nach da oben anzuschließen. Zack. Und da rein. So. Das ist so eine Kiesstraße, die sich wirklich darum kümmert. Warum? Okay, jetzt. Warum sind wir so nah am Minus? Irgendwas passt wieder absolut nicht. Also wir sind echt mit dem Geld knapp. Das muss ich uns echt mal lassen. Unser Geld, wir haben echt teilweise Geldprobleme auch, oder? Okay, jetzt müssen wir hier halt noch... Kann ich die hier seitlich so dran langführen? Jawohl. So. Dann ziehen die nämlich sich von hier aus bis nach ganz vorne mit. Schließen hier an. Und jetzt müssen wir noch schauen, weil natürlich das ist jetzt ja gleich alles weg. Wir haben jetzt eine Produktion von fast 600. Wir schließen. Oh, warte mal, hier ist jetzt gerade Wasserproblem. Oh, 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 stopp. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Nicht gut. Wir ziehen ja hier auch gerade voll das Wasser ab. Habe ich gerade voll vergessen.
Aber ist eh gut, wenn hier vorne sich die komplette Wasserkonzentration jetzt bildet. Weil da ist eindeutig kein verseuchtes Wasser dann dabei. Schließen wir das einfach hier unten an. So. Und da das ja unten hier direkt am Wassersystem anschließen sollte, sollten wir in kürzester Zeit kein Wasserproblem haben. Perfekt. Dann können wir nämlich auch die restlichen abreißen. So, das machen wir jetzt mal schnell. Zack. Zack, 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 zack. Und teilweise wurden hier auch nur Sachen gebaut, weil wir halt da Strom gebraucht haben. Wir haben hier jetzt unsere Wasserableitungen. Die muss hier noch entfernt werden. Bedeutet, das Wasser kommt von da vorne in die komplette City rein, verteilt sich. Ja, das ist gut. Davon haben wir auch genug Wasser aktuell zur Verfügung. Und da wird auch immer genug Wasser sein, das ist ja so. Aber was wir jetzt auch machen. Produziert der aktuell nichts? Warum ist aktuell die Ausgangsleistung bei 0 Megawatt? Hey Damm, warum machst du nichts? Also es ist schön, dass du uns jetzt hier mittlerweile irgendwie den Fluss ausgetrocknet hast. Aber der Plan war jetzt auch nicht... Warum? Oh, das ist die U-Bahn. Der Plan war jetzt auch nicht unbedingt, dass jetzt auf einmal alles hier mit Gift oder mit unserem alten Müll voll gemacht wird. Eigentlich wollte ich, dass du Strom produzierst. Warum machst du nichts mehr? Das Problem wird jetzt halt auch sein, wenn sich hier das ganze vergiftete Zeug hier verteilt. Man sieht es hier schon. Dann wird halt auch seitlich alles mitverseucht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Okay, wir müssen anders überlegen, wie wir das mit dem Strom jetzt regeln. Weil ich will das da in der Mitte loswerden. Und vor allem will ich dann hier vielleicht noch so ein K bauen und alles drum und dran. Dann könnten wir jetzt schon bauen. Das geht ja sicherlich, oder? Oder muss es dafür hier am Wasserrand? Ja, das muss dafür am Wasser. Höhe zu hoch. Küste benötigt. Achso. Weil ja kein Wasser. Oh. Okay, fassen wir zusammen. Die halbe Stadt ist irgendwie komisch gebaut, weil ich habe keinen Plan. Wir verdienen zwar wieder gut, aber wir kriegen es nicht hin, den Staubdamm zum Laufen zu bekommen. Was halten wir denn noch für Optionen? Weil wir haben ja hier unten auch dieses eine Kraftwerk, das kostet halt 65.000. Was ist das? Ozeanisch-thermische Konversionsanlage produziert 480 Megawatt? 240, du produzierst 80. Kostet 65.000, du kostet 90.000. Wieso gefällt mir die besser? Weil die kann ich eigentlich rein theoretisch hier drüben noch hin platzieren. Kann ich noch Geld aufnehmen? Darlehen? 200.000, finde ich super. Ich würde nicht gerne jetzt echt den Strom komplett auf solche Anlagen umsetzen. So. Dann haben wir jetzt hier ein Kraftwerk. Die müssten jetzt beide alle gleich starten. Ausgangsleistung 240 Megawatt. Bedeutet, wir haben jetzt eine Stromproduktion von über 1000, die wir nicht benötigen. Und können jetzt mal diese kompletten Drecks-Windkrafträder hier abreißen. So, auch das hier vorne kommt jetzt weg. Wir haben hier noch das Problem, aber das werden wir auch irgendwann ändern. Das Stromproblem wird jetzt halt hier sein, weil der muss natürlich angeschlossen werden. So. Ist alles angeschlossen? Ich hoffe schon. Ah, nee, scheiße. Wir haben die eine Seite mit der anderen noch nicht verbunden.
Das dürfte jetzt eigentlich nicht passieren, weil da wird nachher sonst. So. Einmal kurz den Strom wieder verbinden. Klack. Alles angeschlossen. Strom ist in Genüge da. Hi. Dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Das Ding produziert ja aus irgendeinem beschissenen Grund nichts. Mithilfe der gewaltigen Wassermengen, die durch den Damm strömen, wird Strom erzeugt. Das strömt nix. Also ist ja auch nicht so, als ob jetzt sozusagen das Ding irgendwie mal starten würde. Es startet ja überhaupt nicht mal. Bedeutet, wir reißen das jetzt ab. Aber natürlich, jetzt haben wir hier das Problem mit dem Strom. Der Strom, warte mal, wir warten kurz mal, bis das Wasser hier dementsprechend überzieht. So, klack, jetzt ist wieder Wasser da. Sollte das Wasserproblem, das gerade aufgekreuzt ist, auch gleich wieder weg sein. Und jetzt schießt das Wasser hier rein. Und dann wird nämlich auch das ganze Abwasser entfernt und hin und her. Schau mal. Das läuft eh jetzt auch schnell. Wir können aber uns dafür dann mal um die Industrie auch kümmern. Achso, ja, wir sollten denen auch wieder erlauben, dass sie überall anders abbiegen können, ne? Wäre vielleicht schlau. Dürft ihr abbiegen? Abbiegen. Jetzt dürfen die auch wieder abbiegen. Ist schön. Schön, 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 schön. Das hat sich schon wieder lustigerweise rückgestaut. Achso, da fährt ein Müllwagen gerade hinter. Okay. Was habt ihr für ein Problem? Nicht genügend Verkaufswaren. Wie geht das denn? Ich würde ja sagen, dass wir jetzt hier kaufe Land. Warum soll ich jetzt noch Land kaufen? Ich habe eh noch so viel Platz. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Dass wir hier die Straße nutzen, um hier ein Industriegebiet hinzubauen. Das würde ich jetzt gerne einmal eingrenzen. Bedeutet, wir bauen mal diese. Wo sind denn die jetzt wieder? Hier, die Straßen hier. Das ist mal wieder unsere Mittelstraße. Die führt durch das komplette Gebiet durch. So groß soll das werden. Breite soll das auch gehen. Nochmal. Aber es soll halt hier hinten abschließen. Das ist aktuell der Plan mal. Sagen wir, das geht bis hier runter. Denn wir werden jetzt endlich mal den Industriemod verwenden. Das wird das Gebiet, wo wir das Industriemod verwenden. Und dafür brauchen wir jetzt hier das Gebiet. Das Gebiet wird gekennzeichnet. Indem wir das jetzt malen. So. Dann wird es dann mit der Abfahrt wieder so ein Problem, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben ja mittlerweile nach keine Ahnung wie viel Folgen auch das andere Stauproblem endlich mal fertig gelöst. Ich hoffe es mal, weil wenn wir einen Stau erzeugen, wird es durch die komplette Stadt irgendwie durchgezogen, weil die Leute denken, sie sind schlau. So. Das ist das neue Industriegebiet. Stirring Industrial. Aber ich bin. Was machen wir denn? Wir könnten Holz, Forst, also Forstwirtschaft machen. Wir hätten. Das wäre für Forst. Landwirtschaft kann da. Dann kann es in Mehl, Getreideproduktion und in eine Endproduktion übergehen. Ja, ja, Müllberge sind mir gerade wurscht. Dann hätten wir Erz. Da wird halt Erzförderanlagen gebaut. Ich bin für. Ganz ehrlich, ich bin für das hier. So, kleine Viehwiesen, kleines Getreidefeld, kleines Obstfeld. Oh, wir müssen das Ganze... Oh, stimmt ja. Wasser wäre schlau, ne? Das Gebiet braucht ja Wasser.
Anschließen alles hier zickzack. Zumindest alles nach hier vorne durch. Mal so. Schauen wir jetzt einmal darauf, dass man sozusagen die Kanten, also dass man wirklich alles verwenden kann auch so. Plack. Und dann machen wir das auch nochmal hier. Plack. Anschließen alles. So. Sollte das Wasser auch hier hinfließen. Okay. Aber Leute, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann das Gebiet hier in den Sterling Bauernhof verwandeln. Ihr seht schon, hier ist der kleine Bauer. Der Bauer am Arbeiten hier. Hat da noch keine Felder, aber die kriegt er bald. Und dann wird das hier zum größten Bauernhof der Industrie. Dann können wir hoffentlich alles auch bei uns verwenden. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.